Wissenschaftler sind besorgt wegen Forschungen des Pentagons, Insekten so zu modifizieren, dass sie Viren verbreiten. Das Pentagon-Projekt soll angeblich die Ernte schützen. Hollywood-Horrorfilme haben das Thema bereits behandelt. Sie haben nicht nur einen übertragbaren Virus freigesetzt, sondern eine Krankheit. Die USA sollten es besser wissen, als zum biologischen Wettrüsten zurückzukehren. Das Programm könnte als die Entwicklung von Biowaffen wahrgenommen werden und der Mittel, um diese zu verbreiten. Wenn das stimmt, dann wäre es ein Bruch der Biowaffenkonvention. Das Insect Allies-Programm begann 2016. Es soll die Landwirtschaft schützen, beinhaltet jedoch auch eine defensive Reaktion auf, Zitat, Bedrohungen durch Staaten oder nichtstaatliche Akteure unter Zuhilfenahme von Insekten. In der Natur verbreiten Käfer bei Pflanzen Viren. Neue genetische Fortschritte könnten Wissenschaftlern erlauben, diese Viren mittels modifizierter Insekten einzusetzen, um zum Beispiel bei Tomaten oder Getreide Veränderungen herbeizuführen, was sie gegenüber Dürre oder Flut widerstandsfähiger machen könnte. Wissenschaftler sagen jedoch, dies sei die Büchse der Pandora. Einmal geöffnet, kann es unvorhersehbare Konsequenzen geben. Die genetischen Veränderungen können zu Mutationen führen. Pflanzen könnten krebserregend werden. Die Insekten selber könnten schwer zu kontrollieren sein. Und es könnte der Weg zu biologischer Kriegsführung sein. Gemäß Biowaffenkonvention ist das verboten. Die Wissenschaftler hinter diesen Forschungen sagen, es gebe keinen Grund zur Besorgnis. Gentechnik zur Nahrungssicherung hat höhere Standards bezüglich Transparenz, Ethik und Regulierung. Ich glaube, Insect Allies entspricht diesen gehobenen Standards. Wir suchen neue Wege für präzisere und effektivere Behandlungen durch Systeme, die schnell übernommen werden und einer Reihe möglicher Bedrohungen begegnen. Es ist sehr selten, dass ein einzelnes Gen ein solch umfassendes Ergebnis in einer Pflanze auslöst. Ergebnisse wie vergrößerte Ernte oder Resistenzen benötigen viele verschiedene Gene, die zusammenarbeiten. Wir haben das Genom noch nicht verstanden. Wenn Sie nun behaupten, dass diese Forschung mit einem Budget von 45 Millionen Dollar diese Probleme lösen werden, dann sind Sie entweder völlig naiv oder aber Sie verstecken etwas. They're either highly naive or they're hiding something. Diese genetisch modifizierten Insekten könnten offensichtlich auch als eine biologische Waffe eingesetzt werden. Wenn man Insekten erschafft, die genetische Konstrukte übertragen können, dann gibt es keine Zweifel, dass sie als Waffe eingesetzt werden können. Und selbst wenn sie nicht als Waffe eingesetzt werden, ist das extrem gefährlich. Derzeit setzen sie diese Insekten bereits in Gewächshäusern frei. Wenn es ein Erdbeben oder ein anderes Problem gibt, dann haben wir keine Ahnung, wie sie sich fortpflanzen und in den Genpool einbringen werden und die Natur des Ökosystems vielleicht für immer verändern.